Am 4.6.2023 gegen 23 Uhr sprengten auf der Stettiner Straße in Bonn Unbekannte einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten die Zigarettenpackungen mit ihrer Beute, flohen sie dann unerkannt vom Ort des Geschehens. Zeugen, die durch den lauten Knall aufmerksam geworden waren, beobachteten einen augenscheinlich jugendlichen Tatverdächtigen, der nach dem Knallgeräusch von dem Tatort davonlief. Nach den ersten Ermittlungen entwendeten die Täter Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen mit dem möglichen Zusammenhang zu den geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 150 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 15 in Verbindung zu setzen.